Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Captain. Wir sind im Orbit von Pi, nachdem wir, glaube ich, den ersten Teil dieses zweiten Teils abgeschlossen haben, also die Exposition, jetzt den zentralen Punkt erreichen, in dem wir an der Schnittstelle zum Flug zur Erde stehen. Mit dem Space Gate vielleicht nochmal ganz kurz auf die Karte geblickt. Das Space Gate ist hier. Wird vom Lymian kontrolliert, also das heißt von Lime. Und wir hätten die Möglichkeit, schnell auf die Erde zurückzufliegen, wenn wir das Space Gate benutzen, und könnten dann an der Barrierenkontrolle 3 Sternfragmente zahlen und könnten noch 2 von diesen Disruptoren bauen, um Ortis und Eden zu retten. Das waren unsere Hauptziele. Danach haben wir die ganze Zeit gehandelt und unsere Entscheidungen getroffen, und ich möchte es ganz gerne nochmal einordnen vor dem Hintergrund, dass wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben auf bestimmten Planeten, und was ich nicht übers Herz gebracht habe und was auch nicht vereinbar wäre mit den Zielen, die ich mir gestellt habe für diesen Durchlauf, dass die Bevölkerung von Selig, also die Greenfingers, gestorben wären, nur damit ich das Artefakt von diesem Planeten entferne. Und soweit es geht, habe ich auch versucht, Kim und Brainies davon abzuhalten, das Artefakt mitzunehmen. Ich weiß schlussendlich nicht, ob das gelungen ist, sondern ich habe mich für den sanftesten Exit entschieden und habe einfach die Attrappe verkauft, in der Hoffnung, dass damit die Bevölkerung von Selig gerettet ist. Ich werde das Ganze so weiter betreiben, mit einer Ausnahme. Sobald Ortis in Gefahr gerät, und diese Nachricht erwarte ich jetzt eigentlich in jeder Minute hier in diesem Spiel, werde ich die Mission wohl oder übel dann sofort abbrechen und mich auf den Weg zur Erde machen, um Ortis zu beschützen. Ich würde dann aber in einem Nachgang, also faktisch in einem Bonus zu diesem Let's Play, dann nochmal zu diesen Entscheidungen zurückspringen und jeweils versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Mit den Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, bin ich allerdings sehr zufrieden. Auch wenn ich VL624 im Stich gelassen habe und die Wissenschaftlerinnen, die dort waren. Und auch wenn ich die Okt nicht gerettet habe oder mit einem ihrer letzten Vertreter gerettet habe. Damit, diesen Entscheidungen kann ich gut leben. Alles andere, denke ich, auch Fenton Pierce, war in Summe in Ordnung so. Und jetzt schauen wir doch mal auf den Planeten Pi, denn das ganze Pi und Lime sind jetzt so angelegt in der Story, dass dass hier Spannendes noch zu erwarten ist, denn tatsächlich wird im Pi gerade eine sogenannte Upper Space Technologie vorgestellt, während in Lime das Space Gate mit der Lower Space Technologie funktioniert. Und die beiden konkurrieren direkt miteinander, und zwar in einem ökonomischen Sinne. Und ich bin gespannt, wie sich die Geschichte darum entwickelt. Verlieren wir aber gar nicht so viel Zeit, sondern kontaktieren direkt Pi. Willkommen im Ausstellungszentrum von Pi. Wie kann ich behilflich sein? Ich kam gerade vorbei, als ich diese Ausstellung-Werbung sah. Ich verstehe. Du bist wegen der großen Ausstellung über die Zukunft der Raumfahrt hier. Vielleicht, ich weiß nur, dass ich einige Informationen darüber bekommen habe. Das ist brillant. Du bist einer von über 10 Milliarden möglichen Besuchern, die diese exklusive Massenwerbung über die Ausstellung erhalten haben. Klingt sehr exklusiv. Ich weiß, ich befürchte, dass alle Tickets verkauft sind. Warte mal kurz. Oh, du scheinst Glück zu haben. Wir haben gerade ein paar Tickets zurückverlangt. Soll ich eins für dich anmelden? Wie viel kostet das? Richtig, bevor wir über den Preis sprechen. Ich bin verpflichtet, dich über eine Sache zu informieren. Wir haben derzeit eine inoffizielle und höchst unerwünschte Ausstellung an diesem Ort. Ach ja? Klingt ein bisschen komisch. Wenn du dich entscheidest, das Ticket für unsere Ausstellung zu kaufen, ich muss dir dringend empfehlen, einfach am KDN-Modul vorbeizugehen, das sich vor dem Haupteingang befindet. Das KDN-Modul? Ja, es sind die berüchtigten Kinder der Naturaktivisten, die uns mit ihrer unerwünschten Anwesenheit gesegnet haben. Ich verstehe. Sie sind also kein Teil eurer großen Ausstellung. Nein, das sind sie ganz sicher nicht.
Also noch einmal, wie viel kostet ein Ticket für deine Ausstellung? Ja, das wären, Moment mal, wir haben gerade die letzten Tickets an einen Mr. Bossman verloren. Oh, es tut mir so leid, das ist ein bisschen peinlich. Okay, ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ja, das geht ja gut los. Und wenn ich mal vermuten darf, Mr. Bossman lebt nicht auf Pi, sondern auf Lime. Okay, wir landen jetzt mal. Das wird zum Glück nie langweilig. Also Shuttle ist schon ein sehr spezieller Mitspieler hier in diesem Spiel. Oh, das ist die Wolkenstadt, die sie angekündigt haben. Also das heißt, dass man über dem Boden lebt. Und wir gehen doch mal gleich aus der Garage, Shuttle-Garage, nach draußen. Oh, da haben wir schon das erste Gespräch. Aber bitte verstehe das. Sie haben Ihr Modell zwischen der Ausstellung und der Garage platziert, ohne uns vorher zu fragen. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen unseren Mietvertrag. Sie mögen unsere Ausstellung über die Raumfahrt nicht und wollen uns nur alles kaputt machen. Tut mir leid, solange Sie keine Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann ich nichts tun. Aber das sind Sie. Nein, sind Sie nicht. Hör mir zu, wenn ich aus der Vereinbarung vorlese. Deshalb haben alle wirksamen Parteien das Recht auf eine Position ihrer Wahl, wenn nicht ein solcher Fall eintritt, der mit dem dritten Verhaltenskodex in Konflikt steht. Es ist völlig klar. Ich will mir das nicht mehr anhören. Okay. Also die Kinder der Natur, das war auch was der Androide, wenn es einer war, gerade gesagt hat, haben sich faktisch mit ihrer Ausstellung, mit Solarpanelen, im Übrigen und Pflanzen zwischen die Garage und die Weltmesse positioniert und protestieren hier fleißig vor sich hin. Das ist ja interessant. Dann schauen wir uns mal den Flyer an. Children of Nature. Die Kinder der Natur ist eine Umweltbewegung, die aus einer engagierten Gruppe von Menschen besteht, die sich für die Zukunft des Universums einsetzen. Das Universum verändern. Stell dir ein Universum vor, in dem die Planeten blühen und die Monde voller Leben sind, wo die Energie so sauber ist wie kein Bergbach, so sauber ist wie ein Bergbach, wo jeder Mensch Sicherheit, Würde und Freude hat. Wir können diese Zukunft nicht allein aufbauen, aber wir können sie gemeinsam gestalten. Wir stellen die Macht der großen Energiekonzerne in Frage. Wir wollen die Art und Weise zerreißen, wie Konzerne und Regierungen zusammenarbeiten, um auf Kosten der Menschen des Universums Profit zu machen. Bruder Wurzel. Ha, aha. Die Klimakleber der Zukunft, sozusagen. Das klingt interessant. Das wird interessant hier. Oh, ein weiterer Sohn der Natur. Und ein Spacefleet-Kapitän, wenn ich mich nicht irre. Ja, gut erkannt. Captain Thomas Welmo. Herzliche Grüße, meine Blume. Danke, schätze ich. Ist dies ein Teil der Peer-Ausstellung? Naja, vielleicht eher eine Nebenvorstellung. Du hast dich also selbst in diese Lage gebracht. Ja, ohne eine formelle Einladung war etwas gewaltnötig. Bist du mit dieser riesigen Pflanze verbunden? Oder ist die Pflanze ein Teil von mir? Ja, schätze ich. Alles Leben kann in Harmonie leben, wenn du es nur zulässt. Bei der Evolution geht es um Beziehungen und Gleichgewicht. Wer seid ihr? Wir sind natürlich die Kinder der Natur. Bist du im Einklang mit dem Bedürfnis der Natur nach einer sauberen und blühenden Umwelt? Synchronisiert? Ja, das bin ich. Herrlich. In unserer kleinen Ausstellung hier geht es um die Gefahren der unnatürlichen Raumfahrt. Darf ich dich auf eine kurze Tour durch unsere Ausstellung einladen oder möchtest du lieber auf eigene Faust bummeln? Ich würde lieber allein gehen, danke. Natürlich, du bist herzlich eingeladen. Zögere nicht, uns Fragen zu stellen, die du vielleicht hast. Wir werden dir gerne unseren Standpunkt erklären.
Ich werde auf sehr anschauliche Weise demonstrieren, welche Auswirkungen ein Lower Space Feld auf Lebewesen hat. Ah, das ist das Space Gate. Lower Space ist das Feld, das intern vom Lemurianischen Space Gate verwendet wird. Wenn das Space Gate hochfährt, wird es ein Feld erzeugen, das etwa 50 Millionen Mal größer ist als dieses hier. Also lass uns die Demonstration durchführen. Wie du sehen kannst, haben wir hier eine regelmäßige Blüte. Der große Gegenstand rechts in der Vitrine ist der Lower Space Feld Generator. Sieh mal, was passiert, wenn ich ihn einschalte. Das sieht nicht gut aus. Hier siehst du, welche Wirkung das Space Gate auf lebendes Gewebe hat. Sein Metall, die Stimme der Erde befüllt, das auf der Informationstafel steht und in der Klassifizierung steht. Die Broad Space Technologie erzeugt nachweislich Lower Space Frequenzen. Diese Frequenzen wirken sich auf lebendes Gewebe aus. Das Lemurianische Space Gate ist heute der bei weitem größte Verursacher von Broad Space Frequenzen. Wir kommen zum wichtigsten Teil unserer Ausstellung. Wir zeigen dir hier die bessere Art zu reisen, statt eine dieser neuen gefährlichen Technologien zu benutzen, die immer wieder auftauchen. Wir haben eine saubere Energiequelle entwickelt, die zusammen mit der normalen, altmodischen Raumfahrt genutzt werden kann. So, hier haben wir den Prototyp unserer brandneuen Super-Zusatzmaschine. Die Biomischung bezieht ihre Energie aus der gesamten Länge der Gravitationswellen, um einen möglichst sauberen Effekt zu erzielen. Und wie du auf dem Bildschirm zum Linken sehen kannst. Es würde eine langsame Beschleunigung, aber eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit als herkömmliche Raumfahrtantriebe entwickeln. Und sie ist absolut sauber. Überhaupt keine Schmutzpartikel. Gibt es eine Möglichkeit, die neue Maschine, die du entwickelt hast, in die Finger zu bekommen? Oh, du weißt es nicht. Im Moment vergeben wir sie nur als Belohnung an die Person oder Personen, die uns bei einem dringendsten Problem helfen. Das Space Gate loszuwerden. Wirst du nicht in Schwierigkeiten kommen, wenn du diese Dinge über das Space Gate sagst? Haha, weder die Lemurianische noch die Pianische Regierung ist von uns begeistert, das kann ich dir sagen. Aber nach den Gesetzen hier auf Pi tun wir nichts Illegales, also können sie wirklich nichts dagegen tun. Wie kann ich diese neue Maschine von dir nochmal bekommen? Du musst uns helfen, das Space Gate ein für alle Mal loszuwerden. Es ist das fieseste Gerät, das je erfunden wurde und verschmutzt die ganze Region mit seinen Nebenwirkungen. Alle würden davon profitieren, wenn es weg wäre. Okay, danke für die Information. Du bist herzlich willkommen. Ich vermute, dass der Bildschirm dazu dienen soll, etwas leicht zu visualisieren. Aber ich kann mir keinen Reim auf die Sache machen. Etwas über Energieeffizienz. So, habe ich irgendwas noch nicht gesehen? Okay, also die wollen das Space Gate loswerden. Das sieht aber sehr beeindruckend aus. Die Details und die Farbgestaltung sind sehr gut gelungen. Um es anzufassen, würde ich sagen, dass dieses Modell des Space Gates aus Metall besteht. Kannst du mir etwas über deine Station erzählen? Natürlich kann ich das. Zunächst muss ich dich fragen, ob du dich mit dem Lemurianischen Space Gate und dem P-Transporter gut auskennst, aber sicher doch. Hast du von dem großen Aussterben im Jahr 3211 gehört? Nein, das klingt übel. Ja, das war eine solche Tragödie. Es geschah auf einem Mann namens Jenny. Jenny war das vorgesehene Testgebiet für die vielversprechende neue saubere Pi-Technologie, die den Weltraum für alle eröffnen würde, um das Lemurianische Space Gate aus dem Verkehr zu ziehen. Diese neue Art des Transports basierte auf der gleichen Wissenschaft wie die Lower Space Technologie des Space Gates. Alles, was Pi getan hat, war, eine neue Frequenz anzuzapfen und sie Upper Space zu nennen. Bevor sie auf den Mond kamen, war er voll von Tieren und Pflanzen. Und als die Tests abgeschlossen waren, waren sie alle tot. Und was du hier siehst, ist eine Bodenprobe vom Mond Jenny. Sieht aus wie normale Gartenerde. Ja,
aber irgendwas stimmt damit nicht. Es ist nicht in der Lage, etwas anzubauen. Wir führen immer noch Tests durch, um herauszufinden, was dort passiert ist. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich dich wieder stören muss, aber mir ist aufgefallen, dass du ein echtes Interesse an unserer Umwelt haben scheinst. Ich bin neugierig, ob du vielleicht die richtige Person bist, um etwas zu verlangen. Wir suchen nämlich jemanden, der Umwelt auf eine andere Art und Weise helfen kann. Wie soll ich sagen, direkte und körperliche Art. Was meinst du? Es ist nichts Gefährliches, aber vielleicht auch nicht ganz legal. Die Pi-Ausstellung nähert sich ihrem Höhepunkt und sie bereiten sich auf ihre Hauptvorführung vor. Wir glauben, dass unsere Natur davon profitieren würde, wenn diese Upper Space-Demonstration nicht ganz so perfekt abliefe, wenn du verstehst. Wir wollen, dass die Leute verstehen, dass dieser Motor nur ein weiteres Stück Schrott ist. Warum tust du es nicht selbst etwas dagegen? Warum fragst du mich? Glaub mir, wir haben es versucht. Sie haben uns nie reingelassen. Es ist fast so, als würden sie uns nicht trauen. Wir brauchen einen wirklich enthusiastischen Außenseiter, der uns hilft. Du passt in dieses Schema. Ich verstehe. Was sagst du? Bist du bereit, für die Umwelt zu kämpfen? Okay, lass uns den Plan hören. Herrlich. Also, wenn wir tatsächlich dann die andere Technologie benutzen können, müssen wir das Space Gate ausschalten. Hier, ich habe eine kleine Vorrichtung, die du vor der Hauptvorführung am Prototyp anbringen sollst. Das war's schon. Wir machen den Rest. Ein größeres Problem wird sein, an den Prototyp heranzukommen. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Vielen Dank. Bitte sehr. Ich bewundere dein Engagement, Herr Außenseiter. Wir sind dringend auf Hilfe angewiesen. Ich denke, du sollst auch mit Mr. Root sprechen, also Mr. Wurzel, von dem der Flyer kam. Wer ist Mr. Root? Es ist der Ursprung dieses erleuchteten Widerstands. Ich werde dir seinen Standort nennen. Er ist eine sehr interessante Person. Ich denke, du solltest wirklich dorthin gehen. Ich bin mir sicher, dass es sich für dich sehr lohnen wird. Vielen Dank. Shuttle? Ja, Captain? Kannst du diese Koordinaten an das Schiff senden, bitte? Ja, natürlich. Das mache ich sofort. Danke. Na gut, die Rahmenhandlung von The Captain ist jetzt so aufgebaut, dass wir zunächst erstmal mit kleineren Entscheidungen an ethische Fragen herangeführt werden. Selig war schon die erste große. Und jetzt geht es hier faktisch mit dem Upper Space, Lower Space, was mehr oder weniger dasselbe ist, wenn man ihm glaubt, darum faktisch ganze Zivilisationen zu retten und den ganzen Sektor zu beschützen vor der Technologie. Und sie stellen gleichzeitig in Aussicht, dass man trotzdem Standort zur Erde kommen kann, wenn man auf die neue Technik setzt. Ich denke, wir probieren das aus. Wir müssen nur die Uhr im Blick behalten. Ich schau mal noch schnell rein. Ich notiere mir das jetzt mal. Wir sind jetzt bei 1 Jahr und 157 Tagen. Das muss ich mir wirklich aufschreiben, falls ich hier auf den Planeten aktiv sein sollte. Wo schreibe ich denn das hin? Papier wäre gut, ne? Okay. So, wir sind jetzt bei 1 Jahr und 157 Tagen. Ich merke mir das sonst nicht. Das brauche ich so ein bisschen als innere Uhr. So, jetzt können wir gehen. Jetzt schauen wir uns auch noch schnell hier den Protestführer an. Hey! Wusstest du, dass diese neue Upper Space Maschine wahrscheinlich genauso schlecht ist wie die Lower Space Maschine, die das Space Gate verwendet? Was ist mit dem Space Gate? Machst du dich über mich lustig? Du weißt es wirklich nicht? Du musst dir sofort unsere alternative Ausstellung ansehen. Daran zeigen wir mit wissenschaftlichen Dingen genau, wie schlimm das Space Gate ist. Geh einfach zu dem Gate neben der Garage. Es ist kostenlos. Ich muss jetzt gehen. Das ist okay. Vielleicht kriegen wir doch ein Ticket. Guten Tag, dein Ticket bitte. Ich habe keins. Nun, ich kann dich nicht ohne eins reinlassen. Gut, damit hat sich das jetzt, glaube ich, erst einmal erledigt. Die werden wahrscheinlich immer noch dasselbe erzählen hier. Und jetzt schauen wir uns mal, jetzt fliegen wir mal zu dem Baum. Ja, will ich. Und
Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir uns hier verzetteln mit irgendwelchen Nebenaufträgen. Ich schaue schnell zum Test. Countdown bis zum Angriff. Gut, das hat sich nicht geändert. Hauptquartier. Kontakt. Ich baue Verbindung auf. Gut. Dann landen wir direkt. Noch ist kein weiterer Tag vergangen. Also das heißt, das müssen wir jetzt ein bisschen im Blick behalten. Also nützt es auch nichts, wenn wir irgendwelchen Personen irgendwas machen und anzetteln, Widerstand, Bomben bauen, Sabotage, Objekte platzieren und schlussendlich nicht rechtzeitig. Also das ist... Da habe ich keinen Nerv. Oh, Touchdown. Wieder eine federleichte Landung von einem echten Profi. Captain. Hm? Zeit zu arbeiten, Kumpel. Was, tut mir leid, ich glaube, ich bin beim Landen eingenickt. Das war mein Fehler. Erinnere mich, was mache ich hier? Falls es dir noch nicht klar ist, dass ich nie weiß, wo du dich aufhältst und es mich auch nicht interessiert, ist es verdammt nochmal an der Zeit, dass es dir langsam klar wird. Nun, du protokollierst alles, was ich sage, also suche in deinen Speicherbänken nach dem Grund. Mal sehen, du redest so viel Müll, dass es für mich, für den Prozessor ziemlich anstrengend ist, wichtige Informationen von all dem Mist zu trennen. Aber da haben wir es. Ich würde daraus schließen, dass du hergekommen bist, um mit einem Meister Ruth zu sprechen. Richtig, ein Denkfehler meinerseits. Hi. Hallo. Würdest du uns helfen? Wir müssen diese Kisten auspacken. Ich bin eigentlich hier, um einen Anführer zu sehen, Mr. Root. Da bin ich mir sicher, aber wir hatten gerade einen Flüchtlingsshuttle, das ein paar sehr kranke Einheimische abgesetzt hatte. Wir müssen die medizinischen Hilfsgüter auspacken und verteilen. Sterben Menschen. Ich habe wirklich weder die Zeit noch die Lust, mich jetzt zu erklären. Könntest du uns hier einfach helfen? Was soll ich tun? Nimm dieses Päckchen Kaliumjodid und gib es dem Bruder darin. Okay, sicher. Das war doch nicht so schwer, oder? Jetzt lass uns arbeiten. Du findest Master Root hinter der Tür da drüben. Okay. Bin ich ein Mörder? Willkommen, Außenseiter. Captain Helmut nehme ich an. Ja. Kennst du meinen Namen? Du hast dich ja auf der Ausstellung mit Bruder Stem unterhalten, stimmt's? Ich schätze, das habe ich. Oh, was ist hier passiert? Habt ihr alle die Grippe bekommen? Das sind alles Eingeborene von Moon Cleanwork. Was du hier siehst, sind die Auswirkungen der Dürre. Die Dürre? Ja, es ist eine Art Strahlenkrankheit. Ich habe diese Packung Medizin von den Jungs da draußen. Das kann ich nehmen. Danke, das wird hier viel Leid liegen. Was genau ist die Dürre? Das ist nur ein Name für den Zustand, wenn man lange Lower-Space-Partikeln ausgesetzt ist. Was genau sind also Lower-Space-Teilchen? Das ist das, was die Lumianische Space Gate als Nebenprodukt seiner Energiequelle ausstrahlt. Die Partikel drücken die Zellen aus und töten sie langsam ab. Seid ihr die Einzigen, die davon betroffen sind? Nein, jeder, der nah genug dran ist, ist betroffen. Aber unsere genetische Konstruktion ist einfach empfindlicher für diesen Effekt als andere. Ich bin auf der Suche nach einem Mr. Root. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Er kommt gleich wieder raus. Er regeneriert sich gerade. Regenerieren? Ja, Meister Root ist weit in der Evolution unserer Spezies und braucht täglich Düngebehandlung. Ah, sieht so aus, als wäre er bereit. Bitte warte hier, Captain. Früher steht ein junges Paar in der Schlange, um ihn zu sehen. Was ist das denn? Das ist ein Bau. Brüder und Schwester, verzweifle nicht in diesen Zeiten des Schmerzes. Bitte, meine Kinder, hab keine Angst. Offenbare mir deine tiefsten Bedürfnisse. O Meister Root, wir sind weit gereist, um deine Hilfe zu suchen. Gehört die Stimme, die ich höre, vielleicht zu einer jungen Frau, die den Namen Area trägt? Ja, Meister Root, ich bin es, Area Duff von Golden Spark. Wie wunderbar. Ich kenne deinen Vater. Sag mir, ist er hier bei dir? Nein. Ich fürchte, oh Mächtiger, er ist gegangen, er ist gestorben. Ich meine, bitte, mein Kind, atme. Ich verstehe. Der Kampf deines Vaters für unsere Art ist weithin bekannt.
Er war ein außergewöhnlicher Mann. Danke. Ich spüre die Präsenz großer Liebe. Hat das etwas mit dir zu tun, Araya von Golden Spark? Ich weiß nicht, ob die Liebe, die du spürst, nur von mir ausgeht. Aber ich trage große Liebe in mir. Wer ist in diesem Moment hier bei dir? Es ist mein Verlobter, Konrad von Sanfold. In meinen Armen trage ich unser Kind. Sei gegrüßt, Konrad von Sanfold. Danke, Meister. Sei gegrüßt, Sohn von Araya und Konrad. Was kann ich für dich und deine Familie tun, Araya? Warum hast du meine Aufmerksamkeit gesucht? Wir wollen dir nicht zur Last fallen, Meister. Aber wir haben alles verloren. Unser Dorf auf Cleanrock ist wegen der Dürre ganz verschwunden. Wir können nirgendwo mehr wohnen. Ich höre deinen Schmerz und spüre deinen Mut. Du bist auf der Suche nach Hoffnung zu mir gekommen. Wir sind alle miteinander verbunden. Du bist eine Familie. Du und deine Familie werdet hier von nun an ein Zuhause haben, Araya von Golden Spark. Geht einfach rein und es wird sich um euch gekümmert. Oh, vielen Dank, Meister. Danke, danke. Wer ist noch gekommen, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen? Wir haben einen Gast hier bei uns. Es ist der Sucher, den Bruder Stem uns geschickt hat. Captain Velma, tritt bitte vor, Captain. Naja, mein Sohn, ich habe nichts von dir zu. Aber ich fühle jetzt, was Bruder Stem gespürt hat. Der Wunsch nach Fortschritt ist stark in ihm. Aber sein Herz ist einsam und seine Seele ist besorgt. Ja, ich bin auf der Mission, zu meiner Familie zurückzukehren. Das ist eine Mission, die sich lohnt. Ohne Familie bist du eine Leere. Wir hier sehen uns als eine Art. Wer seid ihr? Wir sind die Kinder der Natur. Unsere Gruppe glaubt an alle Lebewesen und daran, dass wir im Einklang mit der Natur leben sollen. Unsere Vorfahren von Pi denken anders. Was ist mit dir passiert? Warum bist du eine heilige Pflanze? Ich habe den nächsten evolutionären Schritt für unsere Art gemacht. Ich bin mit der Natur verschmolzen und mit dem Leben verbunden. Ist das alles eine Folge des Space Gates? Eine große Gruppe unserer Kinder lebt auf dem Mond von Glenrock. Da befinden sie sich in der Nähe des Space Gates. Also ja, das ist also die Auswirkung des Space Gates. Es ist eine Weltuntergangsmaschine für alle Lebewesen. Kannst du denn gar nichts tun? Das ist ein Problem, das jeden betreffen sollte. Kannst du den Leuten nicht einfach von den Auswirkungen erzählen? Wir haben es versucht, aber Politik und Geld lassen das auf Taubohren stoßen. Dieses Space Gate ist das Geisteskind eines psychotischen Mannes von Leim. Es ist sein Lebenswerk und derzeit arbeitet er an einer großen Umgestaltung, um die Mutung zu verstärken. Und das wird das Ende dieses Sektors sein. Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ippenheimer. Er ist derjenige, der Lower Space entdeckt hat. Kannst du ihn nicht aufhalten? Es gibt einen Plan für dieses Problem, aber es ist gegen unsere Natur, ihn auszuführen, weißt du? Es gibt nur noch sehr wenige von uns, die in der Lage sind, einem anderen Lebewesen zu schaden. Deshalb brauchen wir die Hilfe eines Außenstehenden. Das ist der Plan. Es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, was ich gleich sagen werde. Es sind verzweifelte Zeiten und du bist vielleicht derjenige, den der Glaube geschickt hat, um uns zu helfen. Die Umgestaltung des Space Gates darf nicht fortgesetzt werden. Wenn das der Fall ist, wird der gesamte Sektor Schaden nehmen. Ich bin ganz im Ohr. Der Plan ist es. Der Plan ist, ihn zu töten. Ja, das sind ganz schöne Sprünge, ja? Von ich fliege weg und schaue weg, über ich vermeide einen Genozid bis in das Häfen, bis hin zu ich morde. Oh. Wir haben versucht, einen anderen Weg zu finden, um dieses Problem zu lösen, aber wir sind gescheitert. Also wirst du uns dabei helfen. Du willst, dass ich diesen Ippenheimer für dich töte. Wir würden dich natürlich sehr belohnen. Bist du derjenige, der den Sektor und die Zukunft des biologischen Lebens retten wird, Captain Velma? Was bekomme ich, wenn ich das tue? Bruder Coral, ja, Meister? Kannst du unserem Freund bitte die Belohnung erklären? Natürlich. Wenn du uns hilfst, geben wir dir 600 Credits für deine Mühen. Sobald wir von seinem Tod erfahren, werden wir auf dein Schiff verlegt. Also musst du uns helfen.
Vielleicht. Ich kann den Kampf in dir spüren, aber ich habe Hoffnung. Ich glaube, du wirst dich entscheiden und helfen. Wenn du das tust, musst du nach Leim gehen. Du bekommst den Standort von Oppenheimer und weitere Anweisungen bei deiner Ankunft. Lebe wohl, Captain, und möge die Natur uns allen helfen. Zeit zum Aussteigen, Captain. Meister Ruth ist ein sehr beschäftigter Mann. Okay. Das nimmt ja fort auf. Tropfende Wasser dort macht mich fertig. Ist kein weiterer Tag vergangen? Wenn ich von hier aus direkt losfliege und das Ganze ignoriere. Ich probiere das jetzt mal. Ich denke, dass jetzt die entsprechende Sequenz getriggert wird. Brust gesetzt auf Leim. Voraussichtliche Ankunft, 3 Tage. In der Zwischenzeit auf der Verteidigungsstation Ortis. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Was ist gerade passiert? Statusbericht. Der Angriffsstrahl der Erhöhung scheint sich verändert zu haben. Was meinst du, wird verändert? Also ich bin mir nicht sicher. Aber unsere Schilde können nicht mehr vollständig ab. Der Strahl zieht uns langsam. Wie viel Zeit haben wir? Zum Glück ist der Verlust momentan nicht sehr hoch. Wenn der Strahl nicht stärker wird, dann sollten unsere Schilder anfangen. Nein, ich verstehe. Kontaktiere das Space Fleet Hauptquartier und alles hier. So steht es auf dem Anfang. Ja, komplett. So. Jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Wir werden gerufen. Captain, es kontaktiert dich jemand. Ja, das kann ich sehen. Ich will aber nicht reden. Sie ist sehr dringend gekennzeichnet. Okay, dann sollte ich wohl antworten. Dein Schiff wurde als Empfänger von Informationen identifiziert. Bitte bestätige den Namen Copernicus. Bestätige. Ich meine, das heißt, den Namen meines Schiffes zu bestätigen. Okay, danke. Bitte warte, um die Missionsdaten zu erhalten. Die Daten mit der Bezeichnung Yama Batra wurden an dich gesendet. Okay. Danke, schätze ich. Folge einfach den Anweisungen, um deine Mission zu erfüllen. Con out. Okay, das waren Children of Nature. Captain, du hast eine Nachricht auf deinem Infopad. Okay, danke. So, wie weit brauche ich von hier bis zur Erde? Wahrscheinlich länger. Ärgere mich jetzt schon. 68 Tage zurück. Nee. Könnt ihr bitte knicken? Für mich stand die Entscheidung fest. Ich experimentiere jetzt hier nicht. Ich gehe
zurück nach Pi und werde jetzt im ersten Durchlauf einfach zur Erde durchfliegen, werde den Rest jetzt ignorieren und komme danach nochmal nach Pi zurück. Und schau dafür mal schnell, ob ich den... Kann ich den Speicherstand irgendwie kopieren? Das schaue ich mich mal schnell nach. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Wo ist das Ganze hin? Okay. Karte, Spacegate. Es tut mir leid, ich muss das. Muss hier. Kann mir hier keine Space erlauben. Mehr. 67 Tage. Mit der schnellsten Maschine. Tja, und bestimmt in der Zwischenzeit sehen wir dieselbe Sequenz nochmal mit Autos. Das können wir überspringen. Aber das ist gut. Okay. Tag 276. Schmugglerroute. Kontakt. Wer ist da? Ich bin Captain Thomas. Ich bin Captain Indie Skies. Ich muss durch die äußere Barriere kommen. Oh, ein zart aussehender Mensch ist zu Besuch. Sieh an, sieh an, sieh an. Ich verstehe, ich verstehe. Man fragt sich, ob mit der offiziellen Passage etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber es herrscht Krieg. Wir haben es bemerkt. Es ist uns einfach egal. Ich muss durch die Barriere. Haha, das wird dich was kosten, fürchte ich. Ich habe 36 Credits. Ist das genug? Nein, wir wollen deine Credits nicht. Wir wollen 5 Sternfragmente. Es ist nicht verhandelbar. Nein, das will ich nicht tun. Wir verstehen. Willst du sonst noch etwas? Wieso 5? Was ist das für ein Quatsch? Also, hast du jetzt die 5 Sternfragmente? Kann ich noch... Nicht verhandelbar. Nein, das will ich nicht. Wieso bin ich da jetzt 5 und nicht 3? Ja, das kann ich nicht, die ganze. Da habe ich nichts mehr in der Hand. Wir verstehen. Willst du sonst noch etwas? Ich muss jetzt gehen. Okay. So, was machen wir? Irgendwas stimmt da nicht. Es wird gemunkelt, dass der Preis für den Eintritt in den Space Fleet Sektor 3 Sternfragmente beträgt. Hab ich auch was falsch gemacht? Sei gegrüßt, Mensch. Was willst du? Ich muss durch die Barriere. Also, kannst du jetzt 5 Sternfragmente für uns? Jetzt schau ich mal.
So, jetzt habe ich keinen Standfragment mehr. Das wäre bitter, weil dann kann ich nämlich keinen Disruptorstrahl bauen. Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich hatte 5. Gut, dann soll es mir egal sein. Dann ist ja alles gut gegangen. Dann bauen wir die. Das ist ja komisch. Okay, das Rotorstrahl. Dann können wir noch einen bauen. Dann haben wir 2. Damit können wir ihn retten. Und... Gut, dann will ich mal nichts gesagt haben, warum, was auch immer das jetzt gewesen ist. Ist mir egal. Dann ignorieren wir das einfach und fliegen einfach durch, würde ich sagen. Eingang durch die Barriere. Ja. Bitte. Eingabe. So. 68 Tage sind es jetzt. Jetzt hoffe ich, dass ich Ortes rechtzeitig erreiche. Dann los. Das Gesetz auf Außenposten. Bin ich rechtzeitig? Oh, zum Glück. Captain, diese Station wird schwer angegriffen. Oh mein Gott. Das ist Sarahs Station. Kontaktieren Sie sofort. Bau Verbindung auf. Das folgende ist eine Aufgezeichnung auf alle Schiffe, also Barriere kompromittiert. Wir werden von der Flotte angegriffen. Bitte nutzen Sie eine neue Art von Unterdrückungsstrahl, die Sie mit dem Feind nicht mit voller Kraft angreifen. An alle Schiffe, die Hilfe bringen. Neutralisierte angreifende Schwadronen unterbrechen den Unterdrückungsstrahl. Frauen treffen Hilfe. Verteidigungsstation ist Ort. Und das sieht eigentlich gut aus. So, aktiviere Unterdrückungsdisruptor. Schiff, ich bin bereit, den Unterdrückungsfelddisruptor hier einzusetzen. Sende die Station in Nachricht, dass sie sich bereithalten sollen, um ihre Waffen einzusetzen. Ja, Nachricht senden. Sie sind bereit, Captain. Okay, tun wir es. Okay. Kommandant, das war unglaublich. Wir haben gerade alle Schiffe ausgeschaltet, die das Unterdrückerfeld verwaltet haben. Ich weiß, was ist passiert. Ein anderes Schiff hat uns geholfen. Ist es eins von unseren? Das sind nicht unsere, aber sie kommen von der Space Fleet. Sein Name ist Copernicus. Copernicus? Kontaktiere das Schiff sofort, Hoffman. Ja, Ma'am. Im Orbit von Bauverbindung auf. Thomas, bist du das? Ich bin's. Hey, meine Liebste. Du bist am Leben. Was ist passiert? Es ist während der Transportmission schiefgelaufen. Ich bin weit draußen in unserer Region gelandet. Es tut so gut, dich wiederzusehen. Wie geht es dir, Schönste? Mir geht's gut, Thomas, aber wir müssen das später fortsetzen. Jetzt sollten wir uns auf den Krieg konzentrieren. Schönen Dank. Ja, natürlich. Die Union hat die äußere Barriere durchbrochen und jeden größeren Außenposten in diesem Sektor. Wir glauben, dass das den Sonnen Klaus in den Weg bereiten soll. Wir haben noch immer keinen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Ich habe vielleicht einen. Was meinst du? Ich habe eine Brennstoffzelle mitgebracht. Eine Brennstoffzelle? Du hast eine Brennstoffzelle? Das ist wunderbar. Gute Arbeit, Thomas. Damit können wir die Union da erwischen, wo es weh tut.
Ich würde ja das Spacefleet Hauptquartier für dich kontaktieren, aber ich fürchte, dass unsere tiefe Raumkommunikation gerade gestört ist. Ich verstehe. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Baby. Das gilt auch für mich. Du musst diese Brennstoffzelle sofort nach Oedipus bringen. Unsere Zukunft hängt davon ab. Ich komme dahin. Wir sehen uns, wenn all das hier vorbei ist. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. So. Ich denke, es wird Zeit. So. So, das steht. Das heißt, wir fliegen jetzt hier raus, können wir machen. Rembrandt, das ist die Kohle, entscheiden uns für die Menschen. Hoffentlich ist das nicht zu kurzsichtig gedacht. Okay, dahin reisen wir 7 Tage. Können wir schon mal. Wenn ich jetzt natürlich 5 Stück gehabt hätte, das wäre toll gewesen. Schiff, lass uns den Unterdrückungsfeld des Ruptor wieder benutzen. Ja, informiere jetzt die Station. Das hat super funktioniert. Also unsere beiden Ziele sind aufgegangen, wir sind rechtzeitig an der Erde, wir haben eine Brennstoffzelle und wir haben Orte sind ihnen befreit. Ich glaube, das hat ihr Problem gelöst. Der Schal scheint unten zu sein. Okay, versuche die Station zu erreichen. Baue eine Verbindung auf. Hier ist ihnen. Ich bin Thomas Wermuth, der Captain des Spacefleet-Schiffes Copernicus. Du bist ein Held, Captain. Ich kann nicht ausdrücken, was ich im Moment fühle. Du brauchst nichts zu sagen, ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Wir, die wir überlebt haben, danken dir und deiner Crew. Kämpfe war gegen das Böse ihnen. Das können wir dir versprechen. Hey, laut. So. Okay, das gab gerade eine Auszeichnung. So, mehr haben wir nicht. Mit 3 weiteren Sternfragmenten könnten wir an der Stelle jetzt alle anderen Außenposten auch noch retten, aber wir haben sie nicht. Und deswegen, und ich sehe auch nicht, wie wir sie im Spiel selbst noch bekommen sollen, aber das wird Zeit dann für die Bonusrunde, würde ich sagen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier theoretisch das alles noch laden kann. Das sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Bleiben am Standort angekommen. Das wäre derjenige, den wir dann brauchen. Und ich hoffe, dass ich darauf nochmal Zugriff habe dann. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ging es doch schneller als gedacht mit dieser Session weiter. Und wir machen uns auf den Weg zur Erde. Aber die Erde werde ich nicht heute spielen, sondern das wird Teil einer weiteren Folge. Wir fliegen aber zumindest erstmal hin. 5 Tage. Und ich würde dann mal rechnen, dass wir noch unseren Widersacher begeben. Dem General Evelton. Denn der ist ja auch auf dem Weg zu Erde. Ah. Tag 292. Im Orbit von Erde. Jetzt schauen wir nochmal auf die Sternkarte, wo der Sternzerstörer ist gerade. Er ist gerade faktisch an der Absturzstelle des Bulgitus. Also wir haben ausreichend Vorsprung.
werden das freilich alles nicht brauchen, aber wir haben unsere Frau gerettet. Das ist das zentrale Moment. Und an der Stelle würde ich sehr gern die Aufnahme für heute erstmal beenden und wende mich, also denke ich, dem Finale dann in der nächsten Folge zu und würde mich sehr freuen, wenn ich dann im Anschluss an diese Folge tatsächlich noch die Gelegenheit hätte, die Geschichte von Pi und Lime noch einmal durchzuspielen. Vielleicht springe ich auch ganz zurück bis zu Fenton Perth und schaue nach den Tagebüchern von Samoas Mann. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke, Pi und Lime reichen erstmal. Und darauf freue ich mich. Nicht nur auf die letzte Folge, sondern dann auch noch auf die Bonusinhalte, die sich dann an dieses Let's Play anschließen. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.